Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, wie Sie versehentlich gelöschte Dateien mit Recuva wiederherstellen können. Wenn aufgrund Ihrer Aktionen Dateien von der Festplatte gelöscht wurden, können sie mit speziellen Programmen wiederhergestellt werden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Betrachten wir eine Situation, in der Dateien gelöscht werden, ohne den Papierkorb zu verwenden. Es gibt einen Ordner mit Dateien. Lassen Sie sie der Klarheit halber Bilder sein. Wir löschen sie. Wie Sie sehen, wird der Ordner gelöscht, der Papierkorb ist leer, die Dateien gehen verloren und jetzt müssen wir sie wiederherstellen. Lassen Sie uns Dateien mit Recuva wiederherstellen. Führen Sie das Programm aus. Nach der Begrüßung des Assistenten werden Sie vom Programm aufgefordert, den Typ der wiederherzustellenden Dateien auszuwählen. Wählen Sie alle Dateien und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie das Laufwerk an, auf dem sich der Ordner befand. In unserem Fall wurde die Datei vom Laufwerk D gelöscht. Weiter beginnen. Wir warten auf das Ende der Analyse. Nach Abschluss der Festplattenanalyse zeigt Recuva alle erkannten Dateien an. Bitte beachten Sie, dass die grüne Markierung die wiederherstellbaren Dateien anzeigt, gelb oder rot diejenigen Dateien, deren Wiederherstellungsfähigkeit zweifelhaft ist, werden angezeigt. Markieren Sie die erforderlichen Dateien und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie den Ordner an, in dem Sie die wiederherstellbaren Dateien speichern möchten. Klicken Sie auf OK. Nachdem das Programm die wiederhergestellten Dateien im angegebenen Ordner gespeichert hat, wurde eine Meldung angezeigt, dass die Aktion abgeschlossen wurde. Wenn viele Dateien gefunden wurden, können Sie versuchen, die erforderlichen Dateien mit Hilfe der Suchfunktion zu finden. Diese ist jedoch nur möglich, wenn Sie sich an den Namen der wiederherstellenden Datei erinnern. Dazu müssen Sie in den weiteren Modus wechseln. Schaltfläche oben rechts. Zusammenfassend können wir sagen, dass Recuva für die einfachsten Fälle der Dateiwiederherstellung geeignet ist, eine intuitive Benutzeroberfläche und ein bequemes Menü hat. Wie die Praxis gezeigt hat, ist der Hauptvorteil des Programms gegenüber seinen Konkurrenten jedoch kostenlos. Diese Tatsache wirkt sich negativ auf die Qualität der Dateiwiederherstellung aus. In komplexen Fällen von Datenverlust ist es daher besser, Hetman Partition Recovery zu verwenden, das über alle Funktionen und Tools verfügt, die die Chancen für eine erfolgreiche Wiederherstellung von Dateien erheblich erhöhen. Es ist auch erwähnenswert, Verfügbarkeit der Wahl der Art der Analyse des Informationsträgers, das Vorhandensein eines praktischen Verzeichnisbaums in der Programmoberfläche, der den Pfad zum Dateiordner wie in Recuva ersetzt. Erweiterte Suchfunktion für erkannte Dateien. Möglichkeit zum Erstellen einer Liste wiederherstellbaren Dateien. Darüber hinaus können wir die Möglichkeit zur Erstellung eines Disk-Images für die weitere Wiederherstellung von Dateien aus diesen beachten. Es ist zu beachten, dass es sich lohnt, die Wiederherstellung gelöschter Dateien zu starten, sobald deren Verlust festgestellt wurde.
Wenn Sie den Computer weiterhin verwenden, besteht die Gefahr, dass Sie diese überschreiben und die Wiederherstellungsmöglichkeiten verlieren. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video wird Ihnen nützlich sein. Abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.